Klein, flauschig und irgendwie auch ein bisschen niedlich, zumindest für eine Spinne. Diese Eigenschaften machen Springspinnen aktuell zum Trendhaustier. Auf Social Media sammeln die kleinen Krabbler Millionen von Likes. Auch Sabrina aus Kassel ist voll in Spinnenlove. Die sind ja nicht nur haarig, die sind ja schon fast flauschig. Also so Spinne heißt ja auch fluffy. Also sind flauschig, sie haben große Kulleraugen. Also im Vergleich zu den üblichen Hauswinkelspinnen, die man so im Haushalt entdeckt, sind die schon sehr niedlich. Fluffy. Fluffy und Itzy sind nicht nur sehr süß, sie sind auch sehr praktisch. Vor allem, weil Frauchen viel arbeitet und wenig Zeit hat. Also wenn wir ein Haustier haben, dann muss es schon was sein, was jetzt nicht so betreuungsintensiv ist. Man tut dem Tier ja keinen Gefallen damit. Und die Springspinnen hier, die sind recht leicht in der Pflege. Die sind auch mal ganz froh, wenn man mal den Tag alleine lässt und nicht als vom Terrarium sitzt und sie beobachtet. Von daher einfach, ja, die sind auch glücklich, wenn man sich nicht ständig mit ihnen beschäftigt. Erziehen lassen sich Springspinnen im Gegensatz zu anderen Haustieren übrigens so gar nicht. Posieren wie echte Models, das haben sie aber drauf. Inklusive sexy Blick mit allen 8 Augen. Die sieht jede Bewegung, die ich mache, die beobachtet mich auch. Also das ist ja bei den Spinnen ganz besonders, dass die so ein gutes Sehvermögen haben und auch aktiv beobachten. Brauchen sie auch für die Jagd und um sich gegen Feinde zu verteidigen. Aber wie man das so manchmal sieht, dass jetzt die Tiere ihre Spinnen rausholen und setzen sie sich auf die Hand und gucken mit der Spinne Fernsehen, das möchte ich ehrlich gesagt nicht machen. Also ich glaube, das würde das Tier mehr stressen. Also mir würde es vielleicht für ein Foto gefallen, aber ich glaube nicht, dass das der Spinne wirklich gefällt. Das Tierwohl der Trendkrabbler juckt auf TikTok die wenigsten. Springspinnen werden in die absurdesten Situationen gebracht. Die sind dann vollgestopft mit bunten Hello Kitties, Plastik. Dann gibt es noch einen Outdoor-Spielplatz für die Spinne. Dann holen die aus dem Terrarium raus, setzen sie auf die Hand, setzen sie auf den Spielplatz. Also es wird ziemlich viel gemacht, um das möglichst süße Foto zu bekommen. Sabrina ist da anders. Bei ihr heißt es, nur gucken, nicht anfassen. Jetzt ist Fütterungszeit. Im Moment bekommen die einmal die Woche, einmal alle 5 Tage eine Fliege. Kommt immer ein bisschen darauf an, man sieht es bei den Spinnen am Hinterteil, ob die Hunger haben oder nicht. Also die Spinne jetzt hier braucht nicht so oft Futter, die ist genügsam, ist auch nicht so viel unterwegs. Die zweite Spinne, die ist unheimlich viel im Terrarium unterwegs und die ist spätestens so alle 5-6 Tage braucht die wieder eine Fliege. Spinne zufrieden, Zeit für andere Dinge in Sabrinas Leben. Bob? Bob? Irgendwo? Nein? Was ist denn jetzt los? Ich suche unsere Hausspringspinne. Wir haben tatsächlich hier, seitdem wir unsere Springspinnen haben, gemerkt, es gibt auch deutsche Springspinnen. Die sind aber wirklich nur so 5 mm, 6 mm, 7 mm. Und hier am Fenster wohnt eine ganz kleine Gattung. Ich glaube, es ist eine 4-Punkt-Springspinne. Getauft auf den Namen Bob. Deswegen muss ich jetzt immer Fenster putzen, Staub wischen. Muss ich immer aufpassen, dass ich nicht zufällig Bob mit wegwische. Aber ich glaube, heute ist er in Sicherheit. Während Bob weiter Verstecken spielt, ist Fluffys Fliege längst verputzt. Und wie bei uns Menschen heißt es auch bei Spinnen. Vor dem Schlafen, nach dem Essen, Zähneputzen nicht vergessen.